Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Gleich mal zu Beginn, zum Reinstarten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Sengoku Dynasty habe ich erstmal pausiert, weil am 12.03. ein großes Update für das Game ansteht. Und selbst die Entwickler geschrieben haben, es macht nicht so viel Sinn, die alten Spielstände weiterzuspielen. Es macht eher Sinn, einen neuen Spielstand zu laden, weil die Änderungen im Spiel schon so gewaltig sind, dass sehr viel geupdatet wurde, sodass einige Sachen nicht mehr funktionieren. Deshalb habe ich das erstmal pausiert, denn je mehr wir jetzt machen, desto mehr geht nachher verloren. Und aus diesem Grund habe ich es erstmal pausiert. Bis zum 12.03. Das ist in... Warte. Das ist ein Mittwoch. Nee, ein Dienstag. 12.03. Okay. Also wir haben ungefähr so anderthalb Wochen Pause. Naja. Und dann gucken wir uns das Ding mal an, ob wir den alten Spielstand nutzen können. Ich habe ja noch nicht so viel gemacht. Oder eben nicht. Ja? So. Bis dahin wieder alle zwei Tage mit Eagle Dynasty. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. So, stimmt. Wir haben ja Frühjahr. Das heißt eigentlich auch, dass wir Geld beschaffen müssen. Ich habe 2000 Münzen. Wir müssen Geld beschaffen, um die Miete zu bezahlen, würde ich schon sagen. Um Steuern zu bezahlen. Ich guck mal in mein Lager, was wir alles verwerten können. Bierflaschen. Ja, Bierflaschen, raus damit. Ah, Metall und sowas. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Wir haben echt viel Eisenerz, ne? Können auf jeden Fall Mehl machen. Indem wir Hafer verkaufen. Also Hafermehl. Ein paar Kohlsamen können wir auch verkaufen. Kein Problem. Leinsamen würde ich jetzt erstmal nicht verkaufen, weil wir müssen ja jetzt zwei Felder bewirtschaften. Das Mehl, was wir jetzt noch so haben, das würde ich drin lassen erstmal. Mohnsamen können wir auf jeden Fall verkaufen. Wir können Roggen dreschen. Das machen wir gleich mal und dann machen wir auch gleich Mehl draus. Dann können wir das Roggenkorn da so drin lassen im Lager. Weizenkorn haben wir auch echt viel. Da nehme ich mir auch mal so die Hälfte weg. Ja, gucken wir mal. Machen wir ein bisschen Mehl. Übrigens, habt ihr meinen Horrorstream gesehen? Ich glaube, es waren nicht alle von euch da. mache ich jetzt jeden Samstag. Jeden Samstag um 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, Link ist in der Videobeschreibung, gibt es einen Horrorstream. Letzten Samstag, jetzt dieses Wochenende, was vergangen ist, da hatten wir The Evil Nun, die alte Nonne. Die war schon ein bisschen herausfordernd, aber nicht sehr gruselig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich denke mal, da machen wir jetzt dieses Mal am nächsten Samstag mal da weiter. Weil da gibt es noch so ein paar Enden, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Und dann irgendwann wird es halt mit der Zeit wird es immer gruseliger. Mal sehen, wie ich das verkrafte. Dürft ihr natürlich auch ein Follow da lassen, ne? Dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn der Stream losgeht. Müsst ihr wissen. So. Oh, neues Gebäude freischalten. Nahrungsmittellager 3. Jetzt geht's ja los. Nee, warte mal. Lager? Nahrungsmittellager 3. Ui. Wir haben bis jetzt nur ein Nahrungsmittellager, ne? Stimmt, ne? Mehr haben wir noch nicht. Dann können wir das hier gleich... Ich habe Ressourcen zurückbekommen und bin slightly überladen. Wirf mal die Bretter bitte ab. Wir sind immer noch überladen. Wirf mal die Baumstämme bitte ab. Ja, dann sind wir nicht mehr überladen. Jetzt müssen wir das aus Stein bauen. Ach so. Okay, können wir die Bretter noch nehmen? Können wir noch das Dach fertig machen? I'm thirsty. Ja, ich bin durstig. Dürsterlich.
Jetzt müssen wir nur noch den Punkt finden. Was war das? Wurde hier eine Frau belästigt? Hallo? Stehen bleiben! Sei froh, dass ich so viel Gewicht in den Taschen habe und mich nicht bewegen kann. Oh, hier. Wir haben ja auch hart viel Verdorbenes hier drin. Wie viele Jahreszeiten ist das schon? Ist das wieder da drin? So, ja. Gut. Fehlen jetzt hier nur noch Steine und dann. Genau. Ich muss was trinken. Ja, ich baue das noch fertig, sehr schnell, das Nahrungsmittellager. Nicht, dass meine Bewohner hier sagen, hallo, wo ist das, wo ist der Stuff zum Beißen? Hier, wir haben nichts zum Naschen und so. Das wäre natürlich schade. Wie viele Steine darf ich mitnehmen? Ui. 50. Na gut. Sollte reichen. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Oh, die Bauhütte haben wir freigeschaltet. Jetzt geht's aber los hier. Bauhütte können wir auch noch bauen. Stimmt. Da müssen wir mal gucken, wo die dann hinkommt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Steine. Ja, nimm mal 17 mit. Wir haben keine Steine mehr. Wir müssen uns um Steine kümmern demnächst. Sonst können wir nichts mehr bauen. So, Nahrungsmittellager 3 ist auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Ich schau mal, was die Grabungsschuppen tun. Erstmal gucken wir in die Technologie. So, wir haben die Bauhütte freigeschaltet. Nice. Materiallager 3 incoming. Dauert nicht mehr lange. Hier haben wir Nahrungsmittellager 3 freigeschaltet. Scheune 3 kommt auch demnächst und dann ist die Windmühle dran. Ja, Marktstand sind wir auch hart am Grinden. Grabungsschuppen. Du machst Kalkstein. Super. Grabungsschuppen 2. Du machst auch Kalkstein. Okay, so viel Kalkstein brauchen wir gar nicht. Geh mal komplett von Kalkstein weg und mach mal Steine. Wir brauchen Steine. 66 Steine am Tag. Ja. Das ist gut. Wo ist mein Pferd? Da drüben. Aber Materiallager 3? Sieht schon wieder geil aus mit dem, ne? Jetzt können wir auch überlegen, ob wir das jetzt verputzen, weil damit es einfach besser aussieht. Weil jetzt wird es ja nicht, es wird ja nicht besser. Wisst ihr, was ich meine? Es wird ja nicht besser. Es gibt ja kein Nahrungsmittellager 4. Deswegen können wir das jetzt eigentlich schon verputzen, theoretisch. Ist ja so ein bisschen gemischt mit Holz und so. Komme ich jetzt hier über den Zaun? Los, komm. Nein! Ich stecke fest. Ich stecke fest. Befreien Sie mich. So, nochmal. Ah, jetzt. Sehr gut. So, ein kleines Stütchen. Genau, ich wollte Mehl verkaufen gehen. Stimmt. Und dann kaufe ich auch gleich mal ein Geschenk für meine Frau. Und vielleicht für mein Kind noch. Ja, die hat noch gar nichts bekommen. Meine Frau eigentlich auch nicht. Damit die wissen, dass ich die nicht vergesse. Damit ich die nicht so vernachlässige. Wisst ihr, was ich meine? Ey, seit wann macht ihr das denn? Wenn ich jetzt auf Beschleunigen klicke, dann sagt er was. Ist das kam auch mit einem Update, oder? Dass er dem Pferd so ein bisschen mit der Stimme sagt, dass es schneller laufen soll? Geil. So. Ja.
Es ist mir zumindest vorher noch nie aufgefallen. Ist noch niemand da. Kauf mir erstmal meine ganzen... Oh, jetzt habe ich was verkauft. Jetzt habe ich einen Bronzehammer verkauft. Den wollte ich nicht verkaufen. Habe ich zurückgekauft. Das ist dumm. Naja, egal. Ich kaufe ihm sein ganzes Geld weg und er lacht einfach. So. Zack. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also, wir werden auf jeden Fall noch mehr übrig haben am Ende des Tages hier. Aber ob die Kohle reicht, um Steuern zu bezahlen? Die hatten wir auch noch nicht. Die hat auch noch 1200 Münzen. Also, wir sind jetzt bei 10.000 Münzen. Und bezahlen müssen wir aber 9.200. Sehr gut. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir die Händler hier am Marktstand, am Marktplatz alle fertig. Jetzt können wir noch den Wirt hier abzwacken. Der hat 2200 Münzen. Der hat ein bisschen mehr. Okay, aber selbst bei ihm werden wir nicht unser ganzes Mehl los. Gut, aber wir können zumindest erstmal Steuern zahlen. Wo ist der Typ, bei dem wir Steuern zahlen können? Ach, der ist da oben auf der Mauer wieder. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein dicker Stadtvorsteher, der meine Steuergelder haben möchte. Jetzt lauf doch nicht vor mir weg. Wie habt ihr die Baumstämme da so gebogen bekommen? Das möchte ich wissen von euch. So, hier. Nimm all meine Steuern. So, ich wollte hier bei ihm... Wo ist er? Er da. Du hast doch bestimmt ein Geschenk. Die Halskette aus ungeschliffenem Bernstein wird sicherlich jemand glücklich machen. Der Schmuck kann deiner Angebeteten geschenkt werden. Was schenke ich ihr? Ich glaube, ich schenke ihr so eine Bernsteinkette. Kostet 650. Nehmen wir. Was ist denn eine Fibel? Ein Geschenk? Diese verzierte Fibel ist nur hübsch, sondern auch nützlich. Kann deinem Angebeteten geschenkt werden. Fingerhut, Flöte. Getrocknete Datteln. Ja, kaufe ich ihr noch getrocknete Datteln? Und dann brauchen wir was für unser Kind. Ein Holzrähchen. Nehmen wir mal eins. Und ein Holzbär. Oder? Und Holzdachs ist natürlich auch geil. Gibt halt wirklich, wirklich viel, kaufen kann. Also ein bisschen zu viel, finde ich, oder? Okay, reiten wir zurück. Wir haben die Bauhütte zu bauen und dann natürlich auch Leute einzustellen. Müssen wir mal gucken, wen wir da einstellen können. Wer da geeignet ist von unseren Leuten. Wäre natürlich super, wenn ich einfach nicht mehr mich um die Gebäude kümmern müsste, ne? Wenn die einfach automatisch repariert werden. Ist jetzt kein Vollzeitjob, ne? Also, das ist ein Job für jemanden, der, der Netflix-Account hat. Ja, sehr schön. Mein Bronzehammer muss ich wieder auf die 2 legen.
Dann suche ich mal meine Frau, die bekommt ihr erstes Geschenk. Nicht gleich alles auf einmal, ne? Ist ja nicht Weihnachten und so. Weizenfeld läuft, Hafer läuft. Das hier ist gedüngt und gesät. Ich muss mal kurz gucken, ob das da drüben auch gedüngt und gesät ist. Ist nur gedüngt, noch nicht gesät. Okay. Aber Flachs haben wir ja noch. So. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Eine Bernsteinkette. Ich danke dir. Es ist schon lange her, dass du etwas Nettes für mich getan hast, oder? Wie viel haben wir jetzt dazu bekommen? Stand das da? Nee. Mach's gut, meine Liebe. Naja. Jetzt unser Kind. Wo gaunert das rum? Ich würde gerne eine Schule bauen, damit die auch beschäftigt sind. Ey, hier könnte vielleicht die Bauhütte hin, wenn die nicht so groß ist. Ah, hier. Aha. Geht das Grundstück ab. Hey, Papi. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ein Holzrähchen. Danke, Papa. Du bist der Beste. Zuneigung plus 3. Oh, wir haben erst plus 3. Dann. Nicht nötig, Papa. Ich spiele noch mit dem letzten Geschenk. Ach so. Ja, da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern, ne? Um die Zuneigung unserer Tochter. 3% ist nicht viel. So. Wie groß ist die Bauhütte? Dienstleistungen, Bauhütte. Ist halt nicht groß, ne? Ist halt wirklich nicht groß. Mal von der anderen Seite des Zauns gucken, ob die da hinpasst. Ja, ja, doch, 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 doch. Passt da hin. Das ist schräg. Nö, geht. Geht. Okay, da bauen wir sie jetzt hin. Die gute Hütte. Wird der Weg hier ganz schön eng. Aber was macht man nicht alles für sein Dorf? Steine. Obwohl, nee, der Weg wird nicht enger. Ist okay. So können wir auch gleich... Warte mal. Ja, wir gucken erstmal, aus was die gebaut ist, die Bauhütte. Aus was für Materialien. Holzstamm. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Naja, egal. Das ist tatsächlich eine Stockwand. Das ist tatsächlich eine Stockwand. Okay, also die Bauhütte wird sich selbst am meisten reparieren, tatsächlich. Das ist ja schade. Ich dachte, dass es wenigstens ein besseres Gebäude, also wenigstens so ja aus Holz ist, ne? Stockwand, okay, alles klar. Dann tun wir die Steine hier weg. Mehl können wir auch wieder hier reintun. Und dann brauchen wir Stöcker. Ich muss das essen. Gucken wir gleich mal ins Nahrungsmittellager. Gibt es hier was Leckeres? Fleisch mit Soße. Kohlsuppe. Ach, ich nehme mir eine Kohlsuppe, glaube ich. Kohlsuppe macht halt Trinken und Essen gleichzeitig hoch. Und macht auch sehr satt. Finde ich gut. Glaube ich, reißt die Küche hier weg, wenn wir die Taverne haben. Und dann kommt hier die Taverne hin. Naja, wir müssen nochmal gucken dann. Da muss ja. So, einiges muss hier geändert werden, wenn wir die besseren Gebäude haben, dann. Auf jeden Fall wird die Bauhütte sein eigener bester Abnehmer sein. Die wird so oft repariert werden müssen, weil die halt aus Stöcken ist. Und nicht aus Holz oder Stein wie die besseren Gebäude.
So, die brauchen Hämmer und da kommt ein Arbeiter rein, verstehe. Was ist denn das für ein Tribut? Also, ne, wisst ihr, was ich meine? Bauhütte, Dienstleistungen. Achso, Produktion. Okay. Müssen wir jemanden anwerben? Würde ich jetzt keinen für frei machen. Da müssen wir jemanden anwerben. Aber gefällt mir hier ganz gut. Ich freue mich übelst, dass es hier noch reinpasst. Weil hier vorne habe ich zwar auch noch mächtig viel Platz, aber hier möchte ich Marktstände hinbauen. Und so ein bisschen Freifläche möchte ich den Handwerksgebäuden ja auch noch lassen. Aber wir können, glaube ich, wieder ein paar Gebäude verputzen. Wir müssten wieder ein paar 6 Kalkstein haben. Oh, warte mal, wir haben ein Problem in der Landwirtschaft. Oh. Grabungsschuppen und Mine haben kein Werkzeug mehr. Was? Haben wir da nicht erst 20 hingeschickt? Wie schnell verbrauchen die? Bäume hat kein Material. Feldschuppen hat kein Material. Was fehlt da? Dünger? Hör auf. Ich verputze erstmal die Gebäude und dann kümmern wir uns um die ganzen Probleme hier. Schon wieder Spitzhacken. Warum, Alter? Die sollen endlich welche herstellen. Also Bronze-Dinger und so. Okay. Drittes Haus, nicht ganz fertig. Aber es wird zu langsam. Ja, das Ding ist, ich müsste eigentlich die zweite Schmiede befeuern. Verstehe nicht, warum wir gerade einen Dünger... einen Düngermangel haben. In der Scheune arbeiten doch welche. Warum machen die nichts hier? Vielleicht ist es auch nur noch einer? Keine Ahnung. Aber wir haben noch Verdorbenes. Wir haben hier noch zwei Dinger voll mit Verdorbenes. Da machen wir jetzt auch gleich Dünger draus. Und dann sollte Dünger halten bis zum Ende der Welt. Neues Level Landwirtschaft. Schön. Sind wir jetzt Level 9? Ja. Okay, was können wir noch machen? Die Getreide ernten möchte ich eigentlich nicht. Langsamer Haltbarkeitsverlust von landwirtschaftlichen Werkzeugen bringt mir auch nichts. Dorfpfeife ruft ein Reittier. Finde ich okay. Wilde Jagd, schneller reiten. Ja, das haben wir noch nicht. Da den dritten Punkt. Okay, aber anscheinend können wir ja noch einen hochgehen in Landwirtschaft. Also, da sind wir erst Level 9. Da geht noch mehr, würde ich sagen. Okay, da drüben wird jetzt auch gesät. Flachs. Sehr schön. So, warum haben wir jetzt immer noch ein Problem mit Material? Was fehlt denn da? Oder fehlen uns Samen irgendwo für irgendwas? Das hier wurde komplett ausgesät. Hier wird gedüngt, aber nicht umgegraben.
Hier wurde alles gesät. Hier auch. Und hier wird gerade gesät. Ach, jetzt ist das Problem weg, oder was? Na toll, jetzt wo ich nachschaue. Schön, Leute, schön. Wenn der Fluss hier nicht so breit wäre, würde ich hier auch noch eine Brücke bauen. Aber ich habe keine Geduld. Ich habe keine Geduld zum Brückenbauen. Uns fehlen Werkzeuge zum Graben. Also zum Hacken und so. Mist, ey. Ich guck mal ganz kurz nochmal in der Schmiede. Es ist halt gerade, weil die Schmiede nicht. Weil wir einfach. Wir brauchen mehr Leute, die so Schmiede machen. Hier wird gerade eine hergestellt. 0,69 am Tag. Und wir verbrauchen. Also, wir verbrauchen halt einfach zu viel Spitzhacken. Steine. Und Holzstämme. Sieben Steinspitzhacken kann ich jetzt nur herstellen. Das reicht doch gerade für einen Tag oder so. Gerade, weil wir einfach zu viel grinden in der Mine. 7 macht uns gerade das Leben schwer. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen Stein reinkommt. Wir müssen Reputation holen. Wir brauchen Reputation. Die Bauhütte braucht einen Mitarbeiter. Wir brauchen Reputation. Das heißt, Pferd. Ab in die Stadt. Wir müssen Quests machen. Ja! Boah. Eintopffest. Rechnet fest mit dir. Da müssen wir abliefern. 31 Eintopf. Boah, keine Ahnung. Nehme ich erstmal mit. Dünge oder werde gedüngt. Abliefern 19 Dünger. Easy. Wir brauchen deinen Speer, deinen Bogen, deine Axt. Abliefern Kupferspeer, Kupferaxt, Bogen, Kupferpfeile. Mache ich nicht. Dachs, 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 jage 5 Dachser. Easy. So, wir jagen erstmal Dachse, würde ich sagen. Immer zuerst die komplizierten Sachen machen. Was können wir hier looten? Holzstämme. Naja, brauchen wir eigentlich nicht. Fällt mir gerade auf. Brauchen wir nicht. So. Lass mich mal ein paar Dachse jagen gehen. Mit der Axt, natürlich, mit der Axt. Mit was denn sonst? Wo sind die Biester? Da ist einer. Komm her. Kommen Sie mir her. Bitte bleiben Sie stehen. Bitte bleiben Sie stehen. Was habe ich denn heute für einen Sprachfehler, ey? Der macht mich fertig. So. Habe ich den jetzt gejagt? Messer erforderlich. Habe ich kein Messer mehr? Muss ich die nur jagen oder... Ja, okay. Ja, dann lasse ich den liegen. Hier für die örtliche Wildtierpopulation lasse ich den Dachs hier liegen. Getötet und liegen gelassen.
Du bist kein Dachs. Da ist einer. Da sind zwei. So, wo ist der andere hin? Der war doch hier gerade noch. Wo bist du hin? Dächschen? Hallo? Hallo? Dax, wo bist du hin? Ich bin dein Freund. Komm her. Ich hab mich verloren. Ein Hase? Da ist noch ein Hase. Da ist ein Kind. Da ist ein Dachs. Bleib stehen. Stehen bleiben. Komm her. Ah, er beißt mich. Warum beißt du einfach deinen Artgenossen? Okay, drei Dachse. So, ich weiß, wo noch welche sind. Muss ich nur mal Pferd wiederfinden. Pferd? Wo ist mein Pferd? Da. Als hätte ich ihn nicht auf dem Kompass oben. Ich musste einfach mal nach oben gucken. Doof. Jo. Jip. Jo. Lol. So. Ach so, hier, den Pflaumenwein, den habe ich auch vergessen. Das müssen wir auch noch tun, bevor wir im Herbst sind, sonst kriegen wir hier Debuff auf Dynastie und so. Hier dürften auch Dachse sein. Ich sehe noch keinen, aber hier dürften auch welche sein. Hallo. Dachse? Einen Dachs suche ich. Da ist einer. Ist raus. Okay, erwischt. Alter, ich bin Half-Life. Vielleicht mache ich den letzten Dachs mit der Armbrust. Wenn ich ihn finde. Also hier dürfte noch einer sein. Weil hier ist ja kein Dachs einfach in einem Dachsgebiet alleine. Sind ja mindestens immer zwei oder drei. Da vorne. Spannen Sie die Armbrust. Erwischt. Der ist nicht One-Shot? Okay, jetzt aber. Okay. Gibst du mir meinen Bolzen wieder? Wo ist denn der? Hast du die alle beide in deinem Hintern versteckt? Sieht so aus. Nee, hier vorne ist noch einer. Nee, da ist einer. Ah. Ist da runtergerollt.
So. Gib ihm. Yep. Jo. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So. Wie viele Eintöpfe musste ich nochmal kochen? 31. Was brauche ich denn für einen Eintopf? Ich weiß, ich kann einen Eintopf machen. Oder? Fleisch, Karotte, Holzschale. Müssten wir haben. Fleisch, nehmen wir mal 60 Fleisch, Karotten, haben wir auch, wollen wir nur noch Holzschalen. So. Dying first. Ja, ich bin durstig. Aber das kriegen wir gleich hin. Eigentlich hätte ich noch einen Eintopf für mich kochen können. Naja, egal. Neunundzwanzig kann ich noch machen. Warum? Ja, dann kann ich noch einen. Dann kann ich selber einen schnabulieren. Dann müssen wir ja sowieso noch machen. Okay, einmal ein Topf für mich. Uns fehlt tatsächlich Fleisch. Okay, alles klar. Und eine Holzschale brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja einen essen, dann haben wir ja noch eine Holzschale. Und ich habe ja einen gegessen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir jetzt noch 4 herstellen, müssten es genau 31 sein, oder? So. Wir haben 32. Okay. Na gut, na gut. Und ich gehe erstmal pennen. Zu dunkel. Okay. Gut, wir können Quests abgeben. Und ich kaufe dann gleich noch einen Pflaumenwein für unseren Dude hier. Ja. Bei wem müssen wir jetzt die Quests abgeben? Nicht, dass wir wieder einen haben, dem wir der waren und der waren. Schön. My mouth's dry. Nicht, dass wir wieder einen Quest angenommen haben, den wir irgendwie am Arsch der Welt abgeben müssen. Aber habe ich nämlich diesmal gar nicht drauf geachtet. Aber es hat alles geklappt. Wir können alles bei dem hier abgeben. Ich habe ein paar Sachen fürs Eintopffest. Wegen dem Dung bin ich hier. Und ich habe Dachse gejagt. Schön. Schön, schön, schön. Dann haben wir noch einen Eintopf für uns, den können wir uns reinzwiebeln. Ich wollte Kirschwein kaufen. Beim Dude hier, wo ist der? Da. Der ist noch im Haus. Jetzt kommt er raus. Moin. Gib mir mal einen kirschigen Wein, bitte. Can I interest? Good luck. Ach nee. Ein Pflaumenwein, lol. Ich kaufe wieder den falschen Wein und am Ende kriege ich einen Debuff auf meine Dynastie, weil ich Kirschwein statt Pflaumenwein gekauft habe. Nee, nicht mit mir. So. Und jetzt gucken wir auch gleich nochmal, wen können wir denn jetzt dazu holen ins Dorf? Wir brauchen
Was brauchen wir alles? Wir brauchen jemanden für die Bauhütte. Ist eigentlich egal, was der für Werte hat. Wir brauchen jemanden für den Brunnen. Ist eigentlich egal, was der für Werte hat. Wir brauchen 2 Leute für die Schmiede. 3 in Produktion. Hier haben wir jemanden mit 3 in Produktion. Wieder. Erstmal gucken wir mal, was ist er denn besonders begabt? In Handwerk, sehr schön. Dann bin ich dabei, eine Siedlung zu bauen. Du kannst gerne zu uns kommen. Sie hat auch 3 in Dingsbums. Was würdest du denn gerne machen? Sie würde gern sammeln. Naja. Du kommst erstmal mit zu uns. Und dann, wen nehmen wir dann noch? Ha. Ich glaube, dich nehmen wir noch. Ja. Okay, gut. Wir haben jetzt 3 neue Leute. Du ziehst bitte in das kleine Haus, ja. Und du bist angestellt in Schmiede 2. Bitte sehr, dankeschön. Okay. Dann haben wir Kutbert. Du ziehst in das kleine Haus, ja. Und bist angestellt in Schmiede 2. Sehr schön. Dann haben wir noch Pekoslava. Du darfst mit Kutbert in einem Haus wohnen. Und du wirst angestellt in der Bauhütte. So. Schön. Okay, so, wir haben jetzt neue Leute und wir haben Quests gemacht. Und wir haben jetzt Schmiede 2 haben wir jetzt komplett besetzt. Ich würde erstmal sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge verwalten wir nochmal so ein bisschen, was Schmiede 2 und Schmiede 1 jetzt machen. Eigentlich will ich ja, dass in der einen Schmiede nur geschmolzen wird zu Barren und in der anderen Schmiede werden dann Werkzeuge und andere Sachen hergestellt. Das planen wir aber in der nächsten Folge alles um. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, das wäre nett. Ein Like unter das Video, schreibt einen Kommentar und teilt natürlich das Video. Teilt das Video, wir sind noch viel zu wenige. Also, wenn es euch wirklich Spaß gemacht hat, teilt das Video. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.